Weil wir am Freitag, ja, oder respektive Samstag, nur eins von zweimal, eins von zwei Geisel hatten. Ne? Dem Rhythmus nach haben wir jetzt wieder Geisel. Am, hier heute für uns, Montag und damit hallo allerseits. Und willkommen zurück bei Rainbow Six Siege. Also richtig stehen tut das Spiel nicht bei mir. Wenn eine Partie gleich gefunden wird, dann setzt der Sound mal ganz kurz aus und im Hintergrund hört Diana zumindest auf, sich zu bewegen. Und das ist meistens ein Zeichen für, jetzt findet es gleich was. Mhm. Halt. Noch heute denke ich mal dran. Option, Audio, Chatlautstärke wieder auf 100, dieses Ubisoft. Stirb, Kartoffel. Hast du über den Teamchat gesagt? Nö, da war ich schneller. Es geht jetzt los, Ubisoft. Das traue ich Ubisoft zu. Na, guck mal, wir kriegen noch zwei. Wir haben Clash reinbekommen. Derjenige hat bestimmt schon im Hauptmenü Clash ausgewählt bekommen. Das wäre auch cool, wenn die das in 14 Tagen verkünden würden. Wenn man einer Partie zugesteckt wird, wo man nicht mehr frei über den Operator entscheiden kann, dass man sich dann eine Liste anlegen kann. Aus der das Spiel dann auswählen muss. Packt man 5 Operatoren. Du dich nicht. Ich hab zwar da so weit ein Mikrofon. Symbol habe ich da, aber. Ich kann es anklicken und dann kommt mein Profil. Weil mein Profilname noch ausgewählt ist, wenn ich aufs Mikrofon gehe. Bei dir ist gar kein Mikrofon-Symbol, weil das ausgemacht ist. Okay. Die Geisel muss geschützt werden. Den Raum sichern. Bei mir wird gar keins bei irgendeinem angezeigt, nur bei mir, weil ich es wohl ausgemacht habe. Entdeckt. Standort der Geisel in Gefahr. Angriff steht direkt bevor. Es bleiben noch 10 Sekunden. Nur noch 5 Sekunden. Soll sie nur kommen. Standort der Geisel in Gefahr. Zum Angriff bereit machen. Zugangssperre scharf gemacht. Abstand halten. Na komm. Ich springe da schon fast runter, das euch doch schon fast, fast. Noch ganz, aber schon eine Zugangssperre kaputt, die Arme. Ich muss ausgelöst werden. Die Banner haben sie schon. Hat irgendwo was angebracht. Offenbar nicht beim Geiselraum. Der Zugangssperrentyp ist kaputt. Die haben Ying, oh nee, die ist gleich da. Ja, dein Fenster ist Ying runter. Wo du gerade noch standest. Ying ist tot. Ja. Bin nix. Du musst nix sehen, du musst noch was umbringen. Hier ist, glaube ich, jemand runtergesprungen, Hocker, irgendwo bei uns. Das klang so. Mein Fenster ist sauber. Da oben, oben sind sie noch. Ach komm, genau, er darf da durch. Ein G36C. Ja, na, es ist. Maverick. Ja, da läuft.
Bei Läsion. Die Wanne ist in der Bar. Hast du die Stacheldraht hingelegt vor das Fenster? Nee. Ja, kriegst vielleicht noch das. Hab keinen Stacheldraht. Ich gucke sicher wieder. Ich weiß gar nicht, was ich. Vielleicht hier der Mobilenschild. Ich glaube, den hatte er noch nie. Ich glaube, das ist bei diesem Event da immer anders. Restaurant. Bei diesem Event? Du meinst am Wochenende? Was? Ja, ja, stimmt. Zumindest bei denen, die ich spiele, ist das nicht so. Ich habe bei ich letztens gespielt, wo ich immer gesagt habe, ich habe wieder das Schild dabei. Echo war das, glaube ich. Okay, wenn ich jetzt Mikrofon wieder laut mache, hat trotzdem keiner Mikrofon bei mir. Ich mach's lieber schnell leiser. Scheiße, jetzt geht's gleich los, dann ist das Menü wieder zu. Puh. Vielleicht liegt's an der Chataufnahme. Na egal. Das ist eh Ubisoft. Die machen, was sie wollen. Bei welchen hatte ich denn das gesagt, wo ich immer Schild habe? Die Geisel muss beschützt werden. Das war hier beim Legacy, hatten wir das. Da war es auf jeden Fall so. Alles ist ja schon lange her. Nein, das war erst dieses Wochenende. Legacy. Wobei, klingt auch nicht schlecht. Aber ich hab Stacheldraht. Du wirst bei Stacheldraht, denke ich mal, nicht dann zu auszupacken. Störsender aktiviert. Kannst dich hier drin einwickeln und dich drin verstecken. Die war ja Quatsch, warum habe ich die angebracht? Es bleiben noch 10 Sekunden. Es bleiben 5 Sekunden. Eingang präpariert. Gute Arbeit. Jetzt wird's aber eng. Der Geisel weiterhin unbekannt. Der Gegner hat Sichtkontakt zur Geisel. Schnell, komm. Oh, ist das blöd, wenn die hier gleich runterhüpfen. Da kommen sie schon. Abstand halten. Bitte in der Zugangssperre. Vielen Dank für Ihr Verständnis. Vorsicht, du wirst. Chakal verfolgt mich, der blöde Arsch. Ich muss hier weg. Dringend Termin. Deine Identität ist aufgeflogen. Ja genau, markier den Störsendermann. Sehr gut. Im Störsendermann kann man auch markiert werden. Nicht in den Explosionen. Den Fußabdrücken, egal. Ja, warum auch nicht? Lademagazin nach! Der Schuhabdruckscanner ist immerhin ein Gerät. Du bist auf ihrem Radar. Er folgt mich nochmal, jetzt hat er gleich nichts mehr. Am besten dahin stellen, wo ein Teamkollege ist. Sorry, jemand hat dich im Visier. Interessant, warum ja, stehen die so? Kacke. Mit einer schweren Ladung. Nee, mit Tibane. Hat noch keiner eine Zugangssperre gefunden. Vielleicht haben sie die mit offenen Augen gefunden. Tibane macht auf. Weiß bloß noch nicht was. Im Boden wahrscheinlich. Ach, die Luke, oh. Das stimmt. Jana jinkt rein, auch gut. Bin tot. Durch die Luke. Jing nach oben. Geisel von Gegnern gefasst. Nicht gut. Ist aber nicht weit gekommen. Oh, was, von wo denn? Oh, Fenster, kacken Dreck. Kitchen Window. Letzter verbleibende Operator des eigenen. Der wurde entfernt. One ist Kitchen Window. Nur noch ein Gegner übrig. Sehr schön, du kommst mit. Na, ich glaube, Küche war mal. Ja, doch. Nee, noch nicht.
Wo ist denn das? Ach, das ist hier bei dem beim Empfang. Tresen. Bei dem Tresen dann. Ja, beim Restaurantempfang. Wo die Matte bei Serafina im Boden verschwunden ist. Stimmt, da war was. Ich bin ja da auch lang gelaufen, ich hab die auch nicht gesehen. Noch besser wäre es gewesen, wenn du in der Matte getappt wärst und Serafina hinter dir wäre in der Matte gewesen, wie mit den Kappkaminen, was wir vor langer Zeit mal hatten. Ja. Ich habe nur die Küchenluke zugemacht, das war nicht gut. Das waren beide Luken verstärkt. Oder nicht? Nee, meine nicht. Also die im Geiselraum nicht, da war bloß Pappe. Ja gut. Hat die Warner eh aufgemacht, von daher. Hätte der durchschießen können. Wobei es hat nicht geglüht. Es klang aber, glaube ich, wie Warner. Da glüht doch nichts. Oder vielleicht hat sie doch Kairo glühen. Es geht auch durch die Verstärkung. Nee. Das staubt schon ein bisschen. Qualmt so ein bisschen. Oder ja, das mal. Von der ja. Oh, scheiße, wieder oben geblieben. Hier. Klingt wie Lampion hier. Lampen. Oder Büro hinten. Büro. Lampen oder Büro. Ja, Büro. Bestätigt. Die Geisel wurde lokalisiert. Das Büros. Also vor dem Geschäftsführerbüro. Ja. Wahrscheinlich zählen die, wobei der Raum heißt Büros. Das müsste eigentlich Großraumbüro heißen, weil es ja bloß ein Büro. 10 Sekunden. Raum, na egal. Also einer aber heißt andere. Geschäftsführerbüro, was nicht mein Lieblingsraum. Ja, aber die können ja nicht ein Zimmer benennen nach einem Nebenraum. Das wäre Quatsch. Nur weil da ein Büro ist, müssen sie nicht das Ding daneben Büro auch nennen. Und deswegen Büros. Nur weil zwei Büros nebeneinander liegen, muss man nicht das einzelne Büro Büros nennen. Verrückt. Ein, was ist Tots, Vigil? Endlich hat da mal jemand gelauert. Ich guck da immer so fleißig hin und nie ist da jemand. Jetzt war da jemand, der ist gestorben. Nomad geht ab mit der RPK. Nur noch drei Gegner. Mitchell, der Arsch ist raus. Ja, oh, scheiße. Bist du in dem Gang gewesen? Hinten bei den Klos? Oder nee, oben ist. Ja, da oben ist Klo und ist so. Da, wo du hinguckst. Ja. Der Raum, ja. Klo. Ich hab halt auf die Treppe geguckt und die kam von links aus der Tür. Da kniest. Kapkanmin. Was? Ah, von vorne auch wieder. Meinst von hinten? Ja, von überall. Jetzt hat er jemanden einen spitzen Winkel. Er schießt mir ins Kreuzfeuer. Er saß rechts in der Ecke, ja, genau. Rechts. Eigener Druck wurde eliminiert. Was ist das denn da? Das ist ein Eimer? Ne. In der Mitte des Raumes, wo die gerade drauf geschossen hat? Nee, war irgendwas anderes. Genau. Komisch. Sieht aus wie ein breiter Eimer mit vielen Holzgriffen drin.
Geh doch am besten gleich nochmal gucken. Vielleicht ist Melusi auch wieder da. Geh doch am besten gleich mal gucken. Vielleicht ist der Eimer ja auch wieder da. Geh doch am besten gleich mal gucken. Fuse tanzt. Und drei Gegner tanzen auch, weil sie gerade gewonnen haben. Ihr müsst die Geisel finden. Okay, es war wieder woanders. Medien Center. Ja. Vision. Stacheldraht. Komm, Geisel, ich will dich noch angucken. Nein. Und die haben nicht mehr Lose. Dann bist du wahrscheinlich nicht da hinten. Oh Mann, ich geh trotzdem mal gucken, weil ich sehe ja trotzdem da. Mit dem Eimer. 10 Sekunden bis Einsatz. Einsatz in 5 Sekunden. Position der Geisel ist unbekannt. Einsatz trotzdem freigegeben. Ein Fallenständer. Plumps, plumps, plumps. Meint, wir sehen uns. Warum? Weiß nicht. Sagt sie so. Da rennt doch wer. Ah, hallo. Das oben klingt wie um einen herum. Klar, überall, aber so weit weg da noch im Vergleich zu, so wie es klingt. Drohne bereit. Geisel entdeckt. Geisel entdeckt ist eine Dorne. Ich hätte sie beinahe zerschossen. Guck mal, Stacheldraht. Vor der Tür ist aber auch gut. So ein Quatsch. Ein Gegner verbleibt. Ich sag mal hallo. Zwar Hallihallo. Was? Ja, Alter, ich verstehe das nicht, ey. Hallihallo. Erfolgreich. Ja, war ganz schön gut getarnt. Ich wusste, dass er in der Ecke war. Ich habe auch hingezielt und geschossen. Fuse hat ein Schwarzbartgesicht auf seiner Maske. Das sieht so aus. Mann, Biografie. Hör auf zu lesen, sonst dauert das wieder ewig. Vorhin vor Geisel habe ich nichts gelesen, es hat ewig gedauert. Weiß gar nicht mehr, wo ich war zuletzt. Ich kann mir kein Lesezeichen setzen, das ist doof. Setz doch mal ein Lesezeichen. Mal auf Rentenversicherung. Wohnsitz mehr, das hatte ich schon. Bildschirm. Spiel mit VR-Brille. Was auf dem Bildschirm? Im Punkt, genau da war ich. Und dann wundere ich mich, warum bei F1 da ein Punkt ist.
Da war ich doch noch gar nicht. Aufgewachsen, genau auf starke den Punkt Männer. Muss ich fahren. Das ist die Ideallinie, die ist immer da. Das hatte ich auch schon. Warum? Das hatte ich auch schon. Genau, der Seamus, den hatte ich auch schon. Bitte? Dann warst du schon durch. Das könnte schon fast sein. Nee, ganz durch war ich noch nicht. Ich war noch nicht bei seiner EMP-Granate, das weiß ich aber. Vielleicht warst du da stehen geblieben. Nee. Charlie. Weinkehler. Komm schon. Nur einmal Geisel heute noch. Ja, wir hatten am Freitag einmal Geisel, deswegen jetzt einmal Geisel. Bringt man beziehungsweise am Samstag. Nee, wieso aus Planzen? Terroranschlag? Ja. Wenn wir das zweite Mal Geisel spielen, dann knallt so heftig. Ach, der Kite, der lädt doch wieder lange. Mhm. Wir müssen den Biogefahrgutbehälter. So was wie welchen Spielmodus wir am Samstag zuletzt hatten und noch einmal gespielt haben, das habe ich mir gemerkt, aber nicht, wo ich bei irgendjemandem war. Dabei habe ich das vorher noch gelesen. Da weiß ich genau, wo die Erinnerung auch wird. Wand verstärkt! Die Drohne der Gegner hat den Biogefahrgutbehälter lokalisiert. Brauchst du nur eine Wand? Nee. Zu spät. Gut. Ich hab gesagt nein. Gut. 5 Sekunden. Brauchst du jetzt noch eine? Nein. Muss meine abpuppeln. Beschützt den Biogefahrgutbehälter um jeden Preis. Warum nicht ganz in die Ecke spielen? Also soll ich es aber eigentlich auch nicht haben, bevor jemand ankommt, lass ich es liegen. Bink. Der Schild steht! Schild steht. Der Maverick. Hier, Teppich auf dem Teppich. Ziemlich auffällig. Was? Wie hat er mich denn? Ist der schon drin oder durchs Loch geballert? Oh, schießt schon. War Tor ist noch zu, also es sind bloß ein paar Löcher. Okay, da hat er bloß durchs Loch geballert. Less haben sie noch. Schildträger vor uns. Der ist tot. Irgendwas der Dunkles. Ein ziemlich hohen Ding. Das war Blitz. Oh, der arme Schildträger. Na toll. Keiner will in die Mitte hüpfen. Na, die sind noch draußen. Also Buck und noch jemand, dann ist Buck einer bei Maverick, mir. Buck, Maverick, Outside Garage. Der Rauchgranaten ist bei mir. Dann ist Chris noch hier. Maverick versucht hier aufzubrennen, ne? Komplett Loch. Vielleicht höre ich es, wenn das aufklackt. Nee, ist schon offen jetzt. Okay. Da ist eine Waffe gewesen. Das war eine Drohne. Buck ist tot. Ah, durch das Loch hat er. Gegner von zwei Seiten verletzt. Des eigenen Trupps verbleibt. Ich geh zurück. Granate. Hüpfen die Matte, komm, der sieht die doch jetzt niemals. Ist die Garagenkamera noch an? Nein. Nicht gut. Der Gegner versucht nicht mehr.
von der Sicherung des Behälters abhalten. Letzter Verbleibender. Er brennt sich auf der Arsch. Granaten hat er, glaube ich, nicht mehr. Oder eine nur noch. 15 Sekunden noch. Sie haben Ihre Versuche, den Behälter zu sichern, eingestellt. Mein Schild, weg. Eliminiert. Nein. Da steht Eigentum von Ubisoft. Konnte eigentlich bloß in der Tür sein. So schnell kommt er eh nicht rum. Ja, doch, da. Aber irgendwie ist das Dorf. Na, so schnell. Ja, so schnell. Hat er gerade noch gebrannt. Klavierraum. Ja, deswegen wäre die andere, wo du hingeguckt hast, besser gewesen. Die war ja dichter dran. Nee, ich meine die Tür hinter mir, da wo der Mattenmann gestorben ist. Die nun nicht. Trotzdem finde ich den Weinkeller kacke, weil er halt drei Eingänge hat. Das ist einfach ein zu viel. Hast du ein paar Ziegel dabei? Das wäre es doch. Ziegelmann oder Ziegelfrau, das wäre cool. Türen zu meuern. Meuern? Ja, weil zwei. Den Raum verbarrikadieren. Wir müssen den Biogefahrgutbehälter schützen. Du meuerst schon so. Schutzplatten werden eingesetzt. Verstärkt! Du Meurer. Kommt von Meute. Knack. Die Drohne hat den Biogefahrgutbehälter gefunden. Wand verstärkt! Es bleiben 10 Sekunden. 5 Sekunden noch. Oh Gott, nur noch 5 Sekunden. Die Gegner haben den Biogefahrgutbehälter so viel zu tun. Zugangssperre gelegt. Nicht in der Nähe aufhalten. Aber selbst in die Vorbereitungsphase für Capcom länger wäre, würde ich ja trotzdem warten. Bis weniger Drohnen unterwegs sind. Nomad haben sie. Nomad am Balkon. Blitz haben sie. Zugangssperre scharf gemacht. Abstand halten. So, was ich. Ich wollte. Also, ich hab gesehen, das Fenster offen war, da wollte ich schießen. Wenn ich da vorbeigehe. Die sind erschreckend. Okay, da guckst du schon. Du hast mich letztens beschossen mit, als, weiß nicht, wie du hattest. Ich war Grabschwau auf Wolkenkratzer. Da dachte ich, mein Gegner hinter mir. Drohne habe ich. Ah, noch eine Drohne. Na, jetzt hab ich meinen Capcom jetzt erschossen. Scheiße. Kackdreck. Schildträger mal im Fenster. Könnte Blitz sein. Oh, was? Okay, Blitz. Oh. Dich. Den habe ich. Hast du umgebracht? Er hat mich beschossen, ey, Sau. Er hat zwei, dreimal geschossen, auf einmal stirbt der. Das war ich, den er beschossen hat. Kacke. Das war mir schon klar, aber dass er dann gleich stirbt. Er visiert dich ganz genau an. Naja. Oder auch nicht. Blöd, dass das Fenster drauf ist. Es fährt auch jemand ganz nahe mit einer Drohne herum. Hat jemand sein Handy gerade ausgepackt? Steht womöglich jemand am Fenster? Ne, Drohne fährt da. Nur mit das. Vom Fenster ist jemand. Vom Fenster. Schockdrohne kaputt. Twitch. Lebt also noch. Twitch vom Fenster. Ja, Außentür kommt an.
Au, au, ja, Außentür. Oh, fast tot. Das ist nicht gut. Nomad. Was? Von wo? Ach, da. Scheiße, hat mich am Klavierseits drin. Große Tür, Klavier. Von Bibliothek. 15 Gegner sich an den Behälter. Ein Operator des eigenen. Aber warum muss denn da ein Kackloch sein? 10 Sekunden noch. Mission gescheitert. Eigener Operator. Was ist das denn für eine Ansicht? Komischer Ring. Hattest du auch gerade eine Perspektive draußen? Okay. Warum sehen wir... Naja, Ubisoft. Genau deswegen. Man denkt sich, wie kann das sein? Und die Erklärung ist so einfach. Ubisoft. Der Biogefahrgutbehälter muss jetzt lokalisiert werden. Ja, Bibliothek. Beinkanner ist sauber. Bibliothek ist ja oben. Witsche haben. Ey, ich meine hier. Witsche haben. Gute Arbeit. Der Biogefahrgutbehälter wurde lokalisiert. Der Wiegel. Das ist nicht Wiegel, den kennen wir doch schon. 10 Sekunden. Ella. Sonst noch jemand? Noch 5 Sekunden. Fragezeichen. Goyo. Schreibt man aber. Fahrgutbehälter lokalisiert. Na. Weiter zu seiner Position. Ich sag mal Kakan. Heliport ist auch kacke. Jetzt kann man gar nicht mehr richtig reingucken. Weil eine Scheibe, ein Fenster fehlt. Ich würde gerne meinen Operator wechseln, wir müssen da hoch. Was? Ach, hier will jemand raus. Ist das schön. Ja, Twitch, stell dich genau davor. Danke fürs Entfernen. Ah, da war... Durch die Luke ist gerade jemand. Oh Mann! In der Ecke ist niemand bei der Vase, Hocker. Bei Witchel? Nee, ist Rauschen noch später. Ich geh mal rein. Zwischenraum eigentlich Aktivitäten. Sicherung des Raumes einstellen. Okay, rechts. Neben deinem Fenster steht jemand. Besten Mann. Schreit. Bis zum Fenster, das jetzt noch gereicht. Nur noch einer vom eigenen Trupp.
Claymore. Verletzt. Im Gang war jemand, Hockey. Ich wusste es ja viel von unten, oder? Ja, ich hätte auch vorhin lassen. Ich hab den ja gehört, aber. Hätte auch anders kleben können. Ne, ich hab ihn laufen hören. Ich wusste nicht, dass das nicht tun ist. Das habe ich nicht gehört. Nee, das Fenster. Das da andere Fenster nicht da lassen können, das andere zu machen. Dass da aber noch eine Zugangssperre kaputt gegangen ist bei der Lanze. Ich wollte eigentlich das Schild damit kriegen. Wahrscheinlich wieder gegen das Regal gegangen sein. Ja, würde eher dafür sprechen, dass die Mine kaputt gegangen ist am Fenster. Weil da, wo du hingezählt hast, das war schon weit weg. Oh. Wie laut der geschrien hat da. Es wurde ihm gerade ein Bein rausgerissen. Ich glaube, so klingt das. Die Karabschrauben. Frau ist bei der Garage. Schneemobil. Ja, Frost macht da auf der Treppe Mathe. Noch 10 Sekunden. Mathe. Noch 5 Sekunden. Steiger zum Standort des Biogefahrgutbehälters. Gewehrschild im Einsatz. Kapschrau ist im Autogarage, wie es scheint. Jetzt ist sie tot. Ich komme rüber. Warte. Ach stimmt, das macht ihr mal kaputt, ja. Stimmt, da war was. Schaden habe ich bekommen. Mira ist in dem kleinen Raum. Und hinterm da ist noch ein Schild. Richtung Kamera ist das. Okay. Noch ein Schild, Störsender kaputt. Ah, Mira. Zur Treppe gelaufen, links. Achtung, ist jemand verletzt. Könnte gleich krapschen. Ah, nee, ist er schon tot. Hey. Ah, das Spiegel, der Spiegel ist nicht, Kamera. Die Sicherung des Behälters fortfahren, sobald die Sicherung des Raumes einstellen. Deutscher hinten. Nee, Mira. Ist der im Raum? Ja, nur ein kleiner. Und das war gerade. Ich geh mal rein. Seitenwechsel. Ich mach den Spiegel mal weg. Oh, hier ist ein Rotationsloch. Mhm. Achtung, es geht los. Nur noch einer was? Eigenen Truppen. Was? So viel Schaden auf die Entfernung noch? Okay.
Scheißschlimmes. Ich habe das schon mehrmals gemacht und da ging das sehr gut aus. Ich habe das geändert, dass der Schaden jetzt auch auf die Seite stark wirkt. Von mir war hier irgendwie das Ding her. Als ob der kleine Helikopter da das Ding auf den Berg geschleppt hätte. Oh Mann, ey. Als ich das schon mal so gemacht habe, da hatte ich noch nicht mal so einen mobilen Schild, wobei die Dinger, die wirken sehr laveder zwischen mir und da hat es funktioniert. Tja. Die Dinger fallen ja um, sobald Merrick seinen Brenner anmacht. Ah, beim Störsendermann war ich zuletzt. Beim Störsendermann, beim EMP-Mann. Wisse. Kannst du doch nicht lesen. Versammlungshalle. Wir müssen den Biogefahrgutbehälter schützen. Den Raum sichern. Kanal wird aktiviert. Kamera wird aktiviert! Die Drohne der Gegner hat den Biogefahrgutbehälter gefunden. Lücke ist zu. Schockdrohne. Boah, schießt die mir noch ins Gesicht. Die Gegner haben den Biogefahrgutbehälter lokalisiert. So, hier schießen so viele, da geht auch bestimmt einer rein. Die verschwindet fast in der Wand, die Mine. Vier. Oh oh. Kamera aktiviert. Scharf gemacht. Tür im Auge. Hat er das mal nicht überlebt. Na was? Das gibt's nicht, ey. Ja, noch die Hälfte. Sophia aus der Garage, aus dem Keller. Pass auf, Sophia okay. Kommt von da. Zugangssperre angebracht. Soll sie nur kommen. Ein bisschen über die Hälfte. Ziel entdeckt. Erdgeschoss. Die Sau. Scheint jetzt bei der Küche zu sein. Ich wechsle das Magazin. Garage ist noch Twitch, glaube ich. Dann kann die die Zugang sperren. Zero kommt, glaube ich, Keller, Garage hinten bei dir.
Garagenkeller sein. Hat er das schwarze Auge mitgenommen? Kannst du mal gucken? Im Versammlungsraum? Zum großen Turm? Da war eine. Okay, ist noch da. Nee, ist noch da. Aber der hat nochmal geschossen, glaube ich. Nee, hier ist nichts. Er rennt Richtung Küche. Kommt wieder, kommt wieder, kommt wieder. Richtung Küche sind beide, zwei Küche sind zwei. Sophia kommt jetzt auch, Küche. Kämpfer des eigenen Trupps verbleibt. Ach, schade, ist der Schuss nicht mehr gesessen. Mission gescheitert, eigener Operator gefallen. Oh, Echo, er kriegt auch nichts mit, ey. Wir müssen den Biogefahrgutbehälter schützen, den Raum sichern. Brand fertig! Brand gesichert! Sim, die Kralle ist an. Die Drohne der Gegner hat den Biogefahrgutbehälter gefunden. 10 Sekunden. Noch 5 Sekunden. Fernseher. Die Gegner haben den Biogefahrgutbehälter lokalisiert. Ne, weil der mit hingepinkt hat. Ich dachte, da hat jemand. Wer mit Anzeigen ist, dann eine Drohne hingepinkt. Eine Echo-Drohne. Naja, die habe ich schon gesehen, aber vielleicht ist eine richtige Drohne hin. Ich sorge für Ablenkung. Was? Ja, oh, was zum. Zeit für etwas Ablenkung. Jetzt haben sie wieder. Mein Gott. War nicht gut. Ich werfe den Köder. Ach komm, das gibt's doch nicht! Blitz kommt, Küche und Zero auch. Blitz habe ich ordentlich schon gesehen. Hier von der links Nummer. Den Biogefahrgutbehälter beschützen. Ein Operator des eigenen Trupps verbleibt. Eigener Trupp eliminiert. Mission gescheitert. Ich habe meinen links angenommen. Welches links hast du gemeint? Keine Ahnung. Von wo aus gesehen? Von der Echo-Drohne. Ja, wenn die da weiter am Fernseher hängen, wo der Fernseher mal hängt. Ist auch gut. Ich habe nicht gesehen, wo du gerade standest. Links vom Sofa ist jemand. Von wo aus guckst du? Von Süden. Erstmal auf den Kompass gucken, wo stehe ich in Relation zu deiner Position. Ah, okay, links ist da. Der Biogefahrgutbehälter muss jetzt lokalisiert werden. Was? Okay. Mira oder Goyo? Biogefahrgutbehälter lokalisiert. Clash.
Drei Dreiecke. Gut, die waren zu erkennen. Ach, brauche gar nicht mehr gucken, Herr Kinder. Mira und Doc. Die führen 2-0 und sowas. Die Herausforderung. Bis Einsatz. Die mögen die eigene Dummheit. Weiter zum Standort des Biogefahrgutbehälters. Aber Clash ist halt noch da. Da hat jemand den Schuss verfehlt. Hat jemand mit seinem Schuss verfehlt und nicht Clash getroffen. Okay, Clash ist. Hab ich gar nicht auf das Handy umgeguckt. Irgendwo ist einer bei mir. Okay. Ich glaube, Garage runter oder hoch. Dann könnte er hinter mir rauskommen. Bleiben dagegen, den Raum sichern und den Biobehälter schützen. Ist nicht umkämpft, kann rein. Ja, ist vom Gegner eliminiert. Eigener Trupp Erfolg. Sind doch hinten unten lang. Ja, aber es klang so, als wenn der noch bei mir wäre. Da mache ich so laute Geräusche beim Gehen. Vielleicht aber auch Ubisoft. Gucken, ob jetzt noch eine Eliminierung folgt. Bei dem blauen. Den Standort des Biogefahrgutbehälters finden. Wenn die zwei. In der gleichen Ecke, wie es scheint. Die zwei können sich ja rächen. Nein, blöder Kapkan. Okay, zur Küche ist offen noch. Die haben da ein richtiges Loch aufgemacht. Störsendermann. Störsendermann. Ich höre einen Störsender, wenn der hier auf dem Dach steht. Ja, da habe ich das auch gehört. Ist wahrscheinlich zur Küche. Einsatz in 5 Sekunden. Wahrscheinlich steht es zur Küchenwand, die aber gerade noch offen war. Komisch. Klar, klar. Einer rennt oben lang. Schlafzimmer oben.
mich mit einem Schuss. Ach komm, das gibt's doch nicht, ey. Eigener Trupp wurde eliminiert. Krabschow war noch dabei. Okay, das war die schnell gedämpfte Pistole. Wie die gekleidet ist. Überhaupt nicht unauffällig. Trotzdem hast du nicht gesehen. Ja, in dem Fall habe ich sie nicht gesehen, aber ich finde das extrem kontraproduktiv, als Grabschau, die im Verborgenen doch was machen sollte. Dann so weiß gekleidet und mit bunten Okay, ich hoffe. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und ciao, tschüss.